Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Mit dabei sind wieder der Sir Pac-Man, hallo. Und der Blabla. Und meine Wenigkeit. Ja, wir werden heute ein bisschen weiter spielen und ich habe kein Werkzeug. Oh, und ich muss Musik anmachen. Wir haben jetzt nämlich wunderschöne Musik. Pac-Man, warte kurz. Ach stimmt, ja, du, warte kurz. Nee, also ich glaube, nicht. Wir haben Musik. Ich muss da kurz was wegwerfen, was ich noch irgendwas aus irgendeinem Grund habe. Egal, ich brauche unbedingt mal was. Also es ist auf jeden Fall nicht blau. Also es ist hier auf jeden Fall nicht blau und klein, nein. Achso, okay, dann ist ja gut. Ich bin blau. Hä, was? Ich mach Blaujobs, hä, was? Nein, nicht... Na, immer muss er direkt an das denken, wa? Immer, immer. Der perverse Schweizer, Folge 13. Ja gut, man sieht ja eigentlich von meinem Haus aus. Sobald wir alle Items geklaut haben. Hab ich mal für euch, ne? Was? Werkzeug brauche ich noch. Wann wir aus deinem Haus ausziehen, sobald ich ein eigenes hab. Ja, dann ja, fangen wir an, ne? Das ist 1996. Danke. Danke. Also ich hab mir mal einen Stack Holz und einen Stack Stein gegönnt. Und ich. Ja. Ich gönn mir auch noch 8 Eisen. Du gönnst dir, ne? Ja, natürlich. Haben wir irgendwie noch Fackeln? Das bräuchte ich auch noch. Ne, Fackeln haben wir, glaube ich, nicht. Oh, ich bin so behindert. Agree. Da haben wir Fackeln. 5 Stück. Fackeln. Und ich nehme noch hier ein paar Eier mit, die hier die Viecher hoffentlich gespawnt haben. Nein, haben sie nicht. Ich könnte natürlich jetzt alle deine Tiere abmurksen und sie braten. Ja, dann würde ich dich abmurksen. Und die dich braten. Und dein Garten darf sich selbst kümmern. Ja, danke. Bitte, immer wieder gern. Danke, so, danke. Wo baue ich mein Haus? Haben wir letztes Mal schon gesucht, wa? Und wieso ist unbedingt so weit? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist ziemlich crazy, aber YOLO. Ich habe irgendwie vor, ein Unterwasserhaus zu bauen. Viel Spaß. Ja, danke. Ich mache mir, glaube ich, gleich ein Diamantschwert. Okay, viel Spaß. Hast du Diamanten, Oha? Ja. Das ist gemein. Ich glaube, das mache ich jetzt. Boah, viel Spaß. Werde ich haben. Ja, in der Luft und so, ja. Ja, frische Luft. Das ist zu nahe am Blopple, warte. Alter, jetzt! Oh mein Gott. Das ist pingelig. Ja, alles muss perfekt sein. Ja, die perfekte Welle und so. Ja. Die Musik ist übrigens von YouTube, das ist nicht das, was ich sonst immer höre, wa? Das wäre ein bisschen seltsam. Das ist zu tief. Ist das nicht die gute Musik, genau? Also gute Musik, das ist ziemlich geile. Ich habe einfach das gesagt, genommen, was im, wie heißt es nochmal, was im populärsten war. Was halt die meisten. Die sind aber scheiße. Die sind meistens scheiße, die nicht genommen werden, sind meistens die besten. In dem Elektro, in dem Elektronik oder so. Ja, eben habe ich auch so, sind voll geile Lieder dabei. Mhm. Boah, Alter, wieso ist bei mir alles so dunkel? Video Settings. Ich weiß nicht. Brightness Bright. Habe ich auch breit. Du bist auch breit, ja. Ja, natürlich. Ja, hell. Ja. Weißt du was? Ich baue jetzt einfach hier im Teich mein Haus. Ist zwar nicht ganz unter Wasser, aber YOLO. Fast. Ja. Ich bräuchte. Sollte ich vielleicht im Hotel anmachen oder so? Ja, wäre gemütlich. Aber muss ja nicht, ich habe ja jetzt 4 Terabyte und so. So. Ich meine nur, damit wir jede Folge so beenden können und so, weißt du? Wie mache ich das am blödsten? Na, am besten, wenn du dein... Ich rede einfach nicht mehr weiter. Okay. Finde ich eine super Idee. Hä, was? Warte, ich buddel das hier einfach auch mal weg. So. Und ich mache hier mal die schönen Treppen für mein Dach. Bist du sicher, dass die schön sind? Ja, natürlich, die sind immer schön. Alles, was ich mache, ist schön. Oder meistens. Der war gut. Oh.
Oh, es ist der Pac-Man beleidigt. Ja, und traurig. Und es wird dunkel. Nee, eben nur wegen dir. YOLO, ich bin unter Wasser. Also auf dem Wasser. Ja. Dazu kann ich nicht den Fisch angreifen. Oh mein Gott, Fische, er knabbert mir am Zeh. Tintenfische. Als ob Tinten... Ja, zeig mir einen Tintenfisch. Ja, hier. Moment, ja. Warte. Ich muss jetzt mal zu dir kommen. Hier ist kein Tintenfisch. Ja, versieh dich. Wenn ja. Du dich eher versiehst, dann sind da überall Tintenfische. Die kommen aus dem Nichts. Ja, einfach so. Die kommen so. Aus dem Arsch. Aber die Strömung ist auch so schlimm. Unter Wasser, weil die zieht sich meistens runter. Die Strömung. Mr. Sistocker, wusstest du eigentlich, dass jede Minecraft-Welt auch ein Ende hat? Nein. Bei 30 Millionen Blöcke, da fällst du einfach nur runter. Ja. Ich hab noch nie Geduld gehabt, 30 Millionen Blöcke entlang zu laufen, von dem her. Ja, / TP, 30 Millionen. Ah ja, was? Es geht auch schnell. Nur so ein paar Wörter hinschreiben und... Oh, da kommt ein Baby, Zombie, ich hab gehört, du willst, dass ich dir die Fresse breitschlage. Ja! Das ist Battlefield für Anfänger. Genau. Jetzt brauche ich noch Glas. Glas, Mann. Ich hab Sand, wenn du brauchst. Nein, ich brauche Glas. Ja, aus Sand macht man Glas, Kollege. Nein, hör auf zu lügen. Okay. Alter, ich hab dich noch nie so lügen hören, Alter. Schäm dich doch mal oder so. Okay. Oh. What? Nein! Der Creeper wollte mir gerade helfen, mich zu schämen. Okay. Ja. Haha, im Wasser machst du keinen Damage. Ja, doch schon. Ja, aber nicht an die Umgebung. Aber wir ernsthaft kein Glas? Ja, bist du nicht. Ich hab gesagt, ich hab 64 Sand, okay, danke schön. Ich hab auch noch Sand. Aber nein, meins nein. Willst du ja nicht. Nein, nein. LOL! Warum ist hier eine Hexe? Weil sie es kann. Du hattest eine verdammte Hexe, Alter. Bring sie um. Ja, Moment. Sie sind so schwer. Ich hab. Sie bringen mich auf ein halbes Herz. Leben. Und jetzt noch ein Skelett, Alter. Wenn ich jetzt sterbe, dann verfluche ich euch, oder? Ja, wenn du jetzt stirbst, dann stirbst du jetzt. Ach so. Ach, halbes Herz, ach Leben, was? Scheiße. Wenn ich jetzt stirb, dann bin ich tot? Halbes Herz, Leben, Pac-Man. Wenn du mich tötest, überlebe ich das nicht. Oh Scheiße. Wo haben wir Holz? Hier. Das war das geilste ever. Letztes Mal, als ich mit einem Kumpel im TS war, da haben wir Battlefield gespielt. Und dann bei Pornos geguckt, hä, was? Ja, genau. Nee, da war er halt gestorben und dann sagte so zu mir, ich war irgendwie voll in der Zwickmühle und dann sagte er mir so, wenn du jetzt stirbst, ne, dann töte ich dich. Und ich so, ja. Ja, beste, ja. Okay. Viel Spaß. Oh mein Gott. Hast du einen eigenen TS oder gehst du einfach so auf Fignet-TS? Ein Kumpel hat einen TS. Achso, von Nitra oder nein, ihr kriegt die IP nicht, falls ihr euch fragt in die Kommentare. Also. Oh. Was wolltest du fragen? Er hat es selbst, also vom PU, läuft sie über sein PC oder über Nitra? Keine Ahnung. Achso. Also, wenn es über seinen PC laufen würde, dann wäre das selber aus, wenn er den PC ausschaltet, wa? Ja, wir doch jetzt mal sagen, ja. Dann läuft er nicht über den PC. Okay. Obwohl der TS übelst oft abkackt, aber nee. Sind da so viele drauf oder nur er und du? Etwa zu 10, wenn es hochkommt. Okay. Bloppel hat das Spiel verlassen. Miep! Ja. Bist Roadrunner oder wie der heißt da? Ja! Also das Meme und das ist doch scheiße! Das finde ich auch. Ein Creeper hat mir gerade die Landschaft zerbaut. Hä, was ist passiert? Ach, ich back in so einem scheiß Stein für. Ach man! Port dich zu uns. Warum backst du Steine? Keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt Game Mode geholt. Oh, okay. Der Stein muss gebacken sein und der Wein muss geatmet haben. Ach, diese schönen Bugs, I love you, Minecraft. Ja, so ein Bugs, es gibt nichts Schöneres, auch im Battlefield. I love you Minecraft, not. I love Bugs. Ah, ja, eigentlich müssen wir mal so ein Fan-T-Shirt machen, I love Bugs. Ja, wünsche ich viel Spaß. Ja, manchmal retten Bugs einem das Leben und manchmal einfach nicht. Und manchmal gehen sie aber nur auf den Sack.
Ich brauche eine Schaufel. Grüezi, Herr Zombie. Hallo. Nein, wie dumm. Was? Ich hatte ein Glas, hatte ich noch im Inventar, ich wollte das hinsetzen. Anstatt dorthin, wo die Scheibe hingehört, habe ich es auf den Boden gesetzt. Well yes. Done, my friend. Well, what the fuck? Wieso ist das hier noch offen? Keine Ahnung. Wie schon gesagt, man darf kein Glas verbauen. Wie schnell hat mein Charakter denn Hunger, meine Fresse? Alter, bei mir auch ein Videos. Hardcore. Mhm. Tadam. Oh. Gebratenes Schweinefleisch. Dürfen das Türken überhaupt spielen, wenn sie hier Schweinefleisch essen müssen? Das ist eine gute Frage. Das ist mein wunderschön. Ich muss mal mein Haus ein bisschen verschönern, weil irgendjemand hat es nicht so schön gebaut und ein Enderman verfolgt mich. Ja, Enderman. Irgendjemand wird jetzt ein bezauberndes Haus mitten im See bauen. Das wird so schön sein, dass sie die Augen ausfallen. Augen ausfallen. What the? Alter, hast du mich erschreckt. Dankeschön. Dummes Vieh. Dummes Vieh. No, ich bin nicht dumm. Oh. Mir fehlt wie viel noch? 5 Glas? 1, 8, 9, 10. Wer benutzt hier meinen ganz Kohl und alles? Ein Glas? Niemand. Ich weiß nicht. Der Creeper hat's vielleicht genommen. Hui. Ich glaube Kohle. Jetzt gibt's erstmal Schläge. Ich habe echt keine Kohle genommen, also ich habe echt keine. Ich habe nur Fackeln. Ich meine aus dem Ofen dort, in die unteren Ofen dort. Was für Öfen? Ich habe keine Öfen angelangt. Ich schon. Ja. Er war's. Auf ihn. Halte für eine Lüge. So. Ich nicht. Ich halte dich für eine Lüge. Oh. Niemand glaubt an mich. Soll ich euch mal was sagen? Nein, sag mal was. Nicht. Ich bin der Beste. Habe ich auch gehört irgendwo, aber ich glaube, das stimmt nicht. Doch. Das halte ich für eine dreiste Lüge. Oh. Oh, jetzt ist er beleidigt. Mm. Einmal Mitleidrunde für Sir Pac-Man bitte in die Kommentare. Oh. Aha. Ja, aha. Mhm. Psst, Blobblips. Kommt schon wieder so ein dummes Vieh. Alter, habt ihr nicht langsam genug auf die Fresse bekommen? Nein, nein. Geht kacken! Und wieso ist es immer eigentlich irgendwie die ganze Nacht? Weil es kann. Okay. Weil ja, Minecraft den Swag der Nacht fühlt. Hallo, ich bin Minecraft und ich fühle den Swag der Nacht. Yes. Das Coole wird sein, wenn ich hier im Teich ein Haus baue, kann ich hier vom Haus aus angeln. Lol. Ja, aber dann ertrinkst du auch irgendwie. Nein, wenn man schlau ist und das Haus richtig baut, dann ertrinkt man nicht. Aber wenn man falsch baut, ertrinkt man noch schneller. Sagt dann schon. Hm? Was? Hä? Was? Miep? Was? Hä? Hm? Miep, miep. Boah, du Roadrunner, Alter. Was? Roadrunner? Was? Roadrunner. Road? Road, was? Alter, bist du ohne Disney aufgewachsen oder so? Roadrunner. Disney? Hä? Ah, ist das dieses Ding, dieses Düdüt und dann... Ja, das ist dieser komische Vogel, der immer so miep miep und dann wegrennt. Der ist geil. Der Kojote, der immer versucht, dieses Vieh zu killen und zu mampfen. Genau, dann kenn ich's. Der, keine Ahnung, der immer so... Der sich versucht, mit einem Regenschirm von einem herabfallenden Felsen zu retten. Genau, ja. Ja, klappt ja meistens auch, ne? Ja, also Regenschirm, das ist die beste Deckung ever. Vor allem, wenn ein Stein auf einen zubraust von einer 10.000 Meter Wand. Oh, hier ist Leben. Und der heißt Roadrunner, dieser Vogel. Roadrunner. Also Straßenrenner. Hast du kein Englisch? Straßenrenner. Hast du kein Englisch? Du schenkst mir bestimmt kein Glas, oder? Nein. Okay. Aber ich schenk dir Sand. Nein, brauche ich nicht. Dann halt nicht. Züge. Gib Glas. Ah, lol, ich bin hier gerade so. Was? Ich hab kein Glas. Ja, da gibt's Schläge, ne? Halt dich für eine Lüge. Und hier. Und hier. Er hackelt trotzdem Glas. Alter Lügner.
bin so böse und lass die Türen offen. Hey! Dann kommt der Creeper. Ich bin der Pac-Man, ich bin der Beste, ihr seid alle Snoops. Mhm. Hä, was? Hm? Agree. Aha. Absolutely. Aha. Yes, my lord. Ironie off. Ich baue hier meinen geiler Porno-Keller. Hm, darf ich da auch mal ab und zu vorbeikommen? Sicher, hm. Zu zweit mal einlochen. Alter Schwede. Der ist noch schlimmer als ich. Was sonst gibt's hier noch Strikes? 3K? 3K? Nein, ein Rohrbruch. Hui. Bruch. Ich hatte hier schon lange einen Rohrbruch. Ich bin die ganze Zeit unter Wasser. Ja, ich muss hier ein bisschen Terraforming betreiben, weil hier irgendwie das Haus sonst zu klein wird. Ist das, kann ich irgendwie braune Wolle irgendwie färben? Nein. Braune Wolle ist schon gefärbt. Mit Knochenmehl. Stimmt. Wir machen es erstmal weiß. Ach, du willst sie weiß färben? Nee, blau färben. Geht ja auch. Da musst du Obsidian. Nee, nicht Obsidian. Wie heißt der Scheiß? Lapis Lazuli. Ja, ich habe ja Lapis Lazuli, aber damit kann ich es ja nicht färben. Nee, eben, weil du es weiß machen musst. Okay. Da muss ich wohl ein bisschen Fernsehen gucken, ne? Das ist irgendwie voll lustig. Ich habe braune Wolle, ich will sie blau färben. Ich muss sie zuerst weiß machen und dann kann ich sie blau machen. Hui! Logic. Minecraft Logic. Wer hat die ganze scheiß Holzkohle gemacht, Alter? Die ist ja potthässlich. Das war ich. Ja, schämst du dich irgendwie nicht? Nicht. Eigentlich nicht. Okay, dann gibt's jetzt einen aufs Maul, ne? Nur weil er Chinese ist, oder was? Oh, dieser scheiß Steinboden, Alter. Da denke ich mir eine Füßtung gleich weh. Ein was? Eine Füßtung? Füßtung? Füße. Der Stein. Deine Füße tun weh? In Minecraft? Was? Ja. Und ich hab fucking 60 FPS. Die echte Welt des Minecrafts. Mr. Slitzock, wie viel FPS haben Sie? 60, aber ich habe auch nur 60 eingestellt. Ah, ich habe auch nur 60 eingestellt und habe auch 60. Ui! Was? Was? Ach ja. Ja, wie gesagt, ich bin der Beste. Das halte ich immer noch für eine Lüge. Mhm. Doch. Ist aber so. Oh. Das erste Mal, wo mir Blobbett zustimmt. Ich habe mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Was? Was? Wer hat dir denn das gesagt? Der muss geschlagen werden, das stimmt nicht. Ui. Wenn man Kerzen anzündet, dann halten sie 10 Millionen Jahre. Und wenn man sie verrotten lässt, dann sind sie nach 2 Tagen tot. Nein, die armen Karotten. Ich meine Kerzen. Herbert? Ja, die Endlichkeit ist verblüffend. Ach, ihr seid doch alle Mist, Alter. Ich brauche mehr Steine. Ich hab nie das Gegenteil behauptet, Blobble. Ja. Freut mich, ne? Dankeschön. Mich auch. Ich heiße übrigens der Pac-Man. Seit wann das denn, Alter? Hör auf, Lügen zu erzählen. Was? Ich dachte, du hast Ezio. Ach so, nein. Das ist deine Lüge. Schon? Wir haben alle Eier in die Luft geworfen, jetzt kommen die alle wieder. Du hast deine Eier in die Luft geworfen? Ja, Blobble, willst du bei mir alles abgeworfen? Kannst du ruhig sagen, wenn du so verzockt bist. Hier spricht das Niveau, wir sinken. Ui. Und hier, um das Niveau weiterhin zu sinken, du lassen Penis. Du hast es gerade geschafft, Sir Pac-Man. Du hast es geschafft, unser Niveau von minus 10 auf minus 10.000 zu bringen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pac-Man. Sie haben sich einen Preis verdient. Juhu, der Penispreis. Einen Schlag in die Fresse. Oh, Niveau-Handcreme. Ja. Niveau-Handcreme, ja genau. Ey, gib mal bei Google ein Niveau. Dann schreibt, dann kommt da so viel. Wie schreibt man Niveau? Nivea? Nivau? Nivea. Ja, Nivea. Wenn ihr euch fragt, wieso ich das hier mache, meine lieben Zuschauer, das mache ich, damit das Wasser weg ist, weil es sich in Wasser nicht so geil lebt. Echt? Ich dachte, du bist ein Tintenfisch. Hab ich auch gedacht, ich aber... Meine Mutter hat mich verlogen. Nein! Ich bin doch kein Mama, Tintenfisch. Mama, bin ich kein Tintenfisch? Nein, bist nicht. Nein! Wieso nicht? Ich will aber... Okay, du bist eine Yes.
Meine Mama hat gesagt, ich bin ein schöner Tintenfisch. Nein! Ach, ist gar nicht runtergefallen, okay. Ein Lümmel schmeckt auch nach Tintenfisch. Hä, was? Ein was? Du bist ein Lümmel. Ja, ich weiß, dankeschön. Wo ist meine Spitzhacke? Warum? Die machst du jetzt ganze Boden blau? Ja. Ach, du redest mit ihm, okay. Ich dachte schon, bist du irgendwie farbenblind, das ist braun, aber egal. Sag mal, weißt du, ich habe so einen Teppich und. Was für ein Teppich? Das ist nicht Wolle, sondern einfach ein Teppich. Das ist dünner, guck, das ist dünne Wolle. Hat vielleicht jemand von euch noch Lapis Lazuli? Nein, nun. Schau in der Kiste. Ja, das habe ich ja draus genommen. Ach so, ja, nein, dann habe ich keines mehr. Frag mal die Höhle, ob sie noch welches hat. Höhle? Hast du? Nee, hast du den Lapis Lazuli? Nein! Wusch! Ich habe mir so viele Bilder gucken, ich so Sachen sage, das ist voll pervers. Okay. Du denkst auch immer pervers, das ist das Dumme. Nein, das ist alles Einbildung. Ich bin in Wahrheit. Die Perversheit in Person. Ja, genau, danke schön. Die Wahrheit in Person, ja, ja. Mhm. Der Mr. Slitzhocker nimmt übrigens nie wieder mit uns auf, weil er denkt, ja, dieser Pac-Man, ja, den müssen wir mal so verhauen. Und dann kommt er zu mir rüber und gibt mir eine Ohrfeige und dann geht er wieder weg. Und dann nimmt er wieder mit uns auf. Also, das will ich nicht riskieren. Das ist so, so regeln echte Männer ihre Probleme. Ja, ja. Ich halte die Regeln das mit Xing Shang Shang. Mit was? Mit Schwanz im Mund. Hä, was? Mit Xing Shang Shang. Kann ich auch. Ja, ich kann auch Taiwanisch. Mhm. So, langsam, also momentan sieht das Haus eher noch aus wie ein Gefängnis, aber das wird noch. Hoffen wir mal, ne? Ja, passt schon. Brauchst nicht hoffen, das weiß ich.